Heute schauen wir uns die zweite Smartwatch von Nothing an. Und ist diese zweite Version besser als die erste? Viel Spaß! So, holen wir die Uhr mal raus. So, das ist die Verpackung. Super schlicht. Nichts Besonderes. Holen wir die Uhr mal raus. Legen wir die mal zur Seite. Hier ist nichts mehr. Hier ist der Ladeanschluss. Wieder magnetisch mit Pins, auch USB-A. Traurige Verpackung, aber was will man machen? Kommen wir zur Uhr. Bin eigentlich schon mal ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von dieser Verpackung, weil die Uhr ist ja auch so halb modular wie das Phone 1 von CMF. Und zwar kann man diesen Ring hier abnehmen und dann halt eine andere Form rüberziehen. Der Ring ist ja ein bisschen kantiger, ne? Das erinnert mich so ein bisschen an so Classic Watches. Und die zweite Version, beziehungsweise die andere Variante, seht ihr jetzt hier eingeblendet, ist abgerundeter und ja, manche mögen solche, andere solche. Ich fand jetzt diese ein bisschen schöner, aber ich dachte, dass da in der Box auch schon dieser zweite Ring da ist, dass man das quasi anpassen kann, aber man muss es anscheinend dazu kaufen. Okay, der erste Eindruck ist solide, fühlt sich halt okay an, ist jetzt nicht krass hochwertig, aber ist jetzt auch nicht billig. Das Gummi ist so ein bisschen sehr, sehr wabbelig. Hier unten haben wir höchstwahrscheinlich Kunststoff. Müsste Kunststoff sein, fühlt sich auf jeden Fall so an, sieht auch so aus. Aber der Body selbst, ja, das ist Aluminium. Und das finde ich echt super, super cool, dass es hier alles aus Aluminium besteht. Machen wir die Uhr mal an. So, ich habe jetzt schon mal das CMF von One vorbereitet, damit wir gleich die Uhr einrichten können. So, wir sind jetzt, glaube ich, durch mit der Einrichtung. So, auf den ersten Blick muss ich schon sagen, ich finde die Uhr sieht echt sehr, sehr schick aus. Das Erste, was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass ich diese Designs hier nicht mag. Ich finde, das sieht so aus, als ob es für ein viereckiges Display gemacht worden ist, aber die jetzt ein rundes Display gemacht haben und das quasi so runterskaliert haben. Wenn wir jetzt hier auf diese Krone drücken, dann kommen wir hier auf jeden Fall ins Menü und es läuft alles super flüssig, also bis jetzt keine Ruckler. Ich finde, es sieht Wear OS ähnlich, aber kann, glaube ich, auch Widgets bearbeiten, genau. Man klickt hier drunter und man kann dann quasi diese Uhren, man kann die noch ein bisschen personalisieren, man kann die Schritte oder Akku irgendwas hinzufügen. Finde ich eigentlich ganz cool, dass man jetzt hier auf jeden Fall mehr machen kann. Ganz wichtig, das hat mich bei der letzten Uhr super krass aufgeregt, bei der ersten Version, dass diese Uhr keine Autohelligkeit hatte. Diese Uhr hat jetzt zum Glück Autohelligkeit. Wir haben hier auch nochmal eine Taschenlampe. So, solange die Uhr jetzt ein Update macht, kann ich schon mal die wichtigsten technischen Daten überbringen. Und zwar haben wir hier ein 1,32 Zoll AMOLED-Display mit einer Auflösung von 466x466 Pixel. Wir haben ganz, ganz wichtig eine automatische Helligkeit, die bei der ersten Version komplett gefehlt hat. Wir haben über 100 Ziffernblätter, die auch anpassbar sind. Wir haben über 120 Sportmodi mit Smart Movement und natürlich die Standardsensoren, Standardfunktionen wie Herzfrequenzmessung, Blutsauerstoffmessung, Stressmessung, Schlafüberwachung, Atemübungen, Active Score und so weiter. Die Akkukapazität liegt bei 305 mAh und soll bis zu 11 Tage halten. Ich denke, die 11 Tage sind hier auch wie immer nur, wenn man die Uhrzeit anzeigen lässt. Heißt, wenn man halt wirklich kein Always-on-Display anhat, keine Überwachung vom ganzen Tag, sondern wirklich einfach nur rein die Uhr bis zu 11 Tage. Ich schätze, wenn man hier alles anhat, ne, dann wird es ungefähr Richtung 5 Tage gehen, würde ich jetzt so mal behaupten und schätzen, aber das werden wir natürlich in Review sehen. Wir haben hier natürlich auch Bluetooth 5.3 und einen GPS-Sensor und die Uhr ist IP86 zertifiziert, heißt, wir können mit der Uhr ganz easy einfach duschen, ins Wasser gehen, schwimmen und die UVP liegt bei 69 Euro, was ich für einen sehr guten Preis halte, aber wir werden im Review herausfinden, ob dieser Preis gerechtfertigt ist, denn bei der letzten Uhr, bei der ersten Version von der CMF Watch Pro 1 vor einem halben Jahr ungefähr, habe ich ja gesagt, dass der Preis zu teuer ist, weil da sehr, sehr viele Funktionen gefehlt haben. So, die Uhr ist jetzt aktualisiert und jetzt schauen wir uns nochmal genauer die ganzen Widgets an und auch die ganzen Ziffernblätter. So, wie ich schon anfangs erwähnt, habe ich gesagt, ich finde diese Designs nicht sehr gelungen, aber das ist ja auch Geschmackssache. Also ich muss sagen, der Vibrationsmotor ist hier leider auch ein billiger verbaut. Das ist kein schöner wie bei der Apple Watch, der so sich anfühlt, als würde man angetippt werden, sondern es ist hier so ein Standard billiger Vibrationsmotor, der einfach so durchvibriert. Wir schauen uns jetzt auch nochmal die App an, wie viele Ziffernblätter wir genau haben. Wir sehen hier, wir haben einige Ziffernblätter, aber nicht annähernd so viele wie bei zum Beispiel Xiaomi. Aber muss aber dafür sagen, Xiaomi ist schon ein bisschen länger auf dem Markt. Aber wir haben auch hier die typischen Nothing CMF Designs, sage ich jetzt mal. Man kann anscheinend nicht so viele Ziffernblätter hinzufügen, wie man möchte bei der Uhr. Man muss sich also quasi immer für 6 Ziffernblätter entscheiden. Also siehst du jetzt, möchte ich halt dieses herunterladen, dann muss ich es erstmal ersetzen. Ich finde das nicht schön, dann ersetzen wir das mal. Da ist das Ziffernblatt.
Hat jetzt ungefähr knapp eine Minute gedauert. Hier sieht man auf jeden Fall, wie gut das Display ist. Ich finde, das ist ein sehr, sehr tolles Display. Das ist ausreichend scharf. Es ist jetzt nicht unscharf. Ich finde, das Display ist ein bisschen zu dunkel die ganze Zeit. Also wir haben hier natürlich die Autohelligkeit. Ne? Also ich würde es gerne die ganze Zeit auf Stufe 5 haben. Es ist jetzt natürlich sehr hell, aber ich finde, es ist gerade am angenehmsten. Weil zum Beispiel, wenn ich die Autohelligkeit wieder anschalte, dann dimmt er das sehr schnell ab. So, hier haben wir nochmal einen Vergleich zur Xiaomi Redmi Watch 4. Aber jetzt allein vom Stil her muss ich sagen, finde ich die CMF Watch Pro 2 viel schöner, weil sie ja einfach rund ist und einer klassischen Uhr ähnelt. Ich muss auch sagen, ich finde das Menü zum Beispiel von Xiaomi auch ein bisschen schöner, weil es einfach bunt ist, aber ich mag es einfach, wenn es ein bisschen bunter ist. Aber das ist alles nur Geschmackssache und jeder muss für sich selber entscheiden, was er gerne haben möchte. So, diese beiden Uhren werden auf jeden Fall im nächsten Video getestet, miteinander verglichen. Und das war es jetzt auf jeden Fall für dieses Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst auch gerne ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Verpasst auf jeden Fall keine Videos mehr, verpasst auch nicht den Vergleich zwischen der Redmi Watch 4 und der CMF Watch Pro 2. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.